Schlüssel. Na, was machst du? Memory spielen und du sollst mit mir spielen. Weißt du was, Emma? Der Papa, der kommt doch gleich nach Hause und der spielt mit dir. Ist das in Ordnung? Aber ich will trotzdem mit dir spielen. Nein, 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 ich will. Ich komme sofort, ja? Warte, Mama. Ja. Ach, Emma. Komm, bist du denn hier auf dem Bett? Ja, anziehen Sachen. Du siehst komisch aus. Bitte? Wieso? Ja. Und du? Wie siehst du aus? Schöner. Schöner siehst du aus? Soll ich mich auch so anmalen, wie du bist? Aha, was meinst du, was der Mann dann im Theater sagt? Dass ich eine Katze vorspiele? Du siehst toll aus. Mal gucken, was der Papa gleich sagt. Hallo. Entschuldige, wann kommst du? Ich muss in 10 Minuten da sein. Ja, ich dachte, das wäre nächste Woche. Ja, ich muss mir falsch eingetragen haben. Du bist auf, ruf doch meine Eltern an, die sollen eine Stunde früher kommen. Ich kann, das geht nicht. Hallo? Hallo? Herr Stangelmeier noch im Haus. Ich habe eine Autopanne gehabt. Herr Stangelmeier ist nicht mehr da und das Vorsprechen ist vorbei. Ja, aber es wird doch nur möglich sein, ihn kurz zu sprechen. Bitte. Entschuldigung, es ist wirklich ganz dringend. Ich habe mich verspätet, es tut mir leid, aber es ist noch nicht so spät. Ist er noch im Haus, bitte? Nee, der ist nicht mehr da. Herr Stangelmeier, guten Tag. Entschuldigung, ich bin zu spät. Guten Tag. Tag. Ja, das Vorsprechen ist vorbei, ne? Ich weiß. Ich weiß. Können wir vielleicht ja, 5 Minuten... Wir waren vor einer halben Stunde verabredet. Tut mir leid. 5 Minuten, das bringt auch gar nichts. Und ich habe eine Besprechung mit meinem Bühnenbildner. Ich muss los. Tja. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Mhm. Hm? Ja, wenn Sie weiterkommen wollen, dann müssen Sie halt pünktlich sein, präzise. Ja, aber also sorry, ja. Wiedersehen. Eine Weile weg, hast du vielleicht gehört? Ja. Und dann hat sich. Entschuldigung. Hallo. Karin. Alles klar? Hast du ein Eis gegessen? Sollen wir ans Essen gehen, wir zwei? Ist das für mich?
Hast du mir das gemalt? Hallo, Pony, hallo. Sag mal, wir stehen hier und keiner ist da. Es tut mir leid, wartet ihr schon lange? Ja, wie lange dauert's denn? Wo steckst du überhaupt? Okay, ja gut, bis gleich, tschüss. Irgendwas ist schiefgegangen, sagt sie, und in 10 Minuten ist sie da mit Emma. Ruhig, ruhig. Hauptsache, ich hab zu essen. Emma, bitte! Ich will aber jetzt hier was zu essen! Emma, komm bitte, es ist kalt, wir müssen nach Hause, die Oma und Opa warten. Jetzt hör bitte auf! Da seid ihr. Ja, da seid ihr, ja. Ja, das ist schön. Emma, Spätzchen. Wie schön. Danke, Karine. Hallo. Ja, komm, du hast Hunger, dann komm mal gleich mit. Wie hast du es denn jetzt gemacht? Na, dann räume ich mal ganz schnell auf. Schön, dass ihr da seid, danke. Dass wir Kuchen essen können, Emma. Es gibt Kuchen. Ich werde helfen, komm. Er macht der Oma auch machen. Ja? Oh, wo seid ihr denn gewesen jetzt immer? Oh. Wo wart ihr denn? Wir waren in der Stadt. Ha, siehst du? Die Oma muss hat ihr nichts gekauft? Die Oma muss nur gucken, dann geht er auf. Ne? Wo kommt das? Machst du schon Kaffee? Ja. Wie ist denn jetzt eigentlich gelaufen bei dir? Hm? Bei mir war ganz gut. Ich finde das nicht, wo ihr das gesagt habt. Wo soll das sein, das Bauer? Oder was? Ich räume den Tisch ab. Im Esszimmer, Moni, ja? Ja. Und das ist Schublade, danke. Was wir da zu einer haben. Aber Emma, was schmeckt dir jetzt Kuchen? Gut. Dann spricht ihr mit vollem Mund. Das musst du ja gerade sagen. Ne? Emma kommt doch nach dem Sommer in die Schule. Mhm. Wisst ihr schon welche? Die Herkules ist ganz praktisch eigentlich, ne? Weil die hier direkt bei ist. Mhm. Ja, für Katharina halt gut. Ich finde halt wichtig, dass sie irgendwie einen hat, wo sie schon gleich von Anfang an Englisch haben und dann möglichst bald Spanisch machen kann. Emma, willst du was trinken? Weil dann gibt es hier eine. Okay. Wie heißt die noch, wo die so gute Mathe-AG auch haben? Hm? Weil Emma kann ja schon gut rechnen. Ja, kannst du schon so gut rechnen. Ja. Rechne mal was. Nee, mein Schatz. 5 + 4 = 9. Ja, gut. Das stimmt schon mal. Das stimmt schon mal, genau. 5 - 1 = 4. Doch. Von wem kannst du das so gut? Ich glaube, die nehmen so kleine. Ja, wenn ihr 7. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Danke nochmal. Ein schönes Wochenende. Tschüss, immer viel Spaß. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa.
Paris. Mhm. 2 Tage, spinnst du? Mhm. Und heute Abend noch Italien. Cousini? Oh nee, ist das heute? Mhm. Oh. Morgen früh, ne? Business Class über den Wolken. Ich hatte Pasta im Büro. Ohne Käse. Ich würde auch meinen, du nimmst mal hier was von den Salaten. Ja. Hier gibt es Rosita, gibt es schon gesehen. Das ist eine Suppe nehmen. Das ist schon hier. Entschuldigung, Katharina, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Du hast Stress gehabt. Ja, aber du musst die Suppe immer kriegen. Bitte. Nimm die 15, die ist lecker. Sag mal, wisst ihr, warum das Carpaccio Carpaccio heißt? Hören. Das reicht ja jetzt. Gibt es Parmesankäse? Nicht so viel. Nein, ich genau das Stichwort. Oh, ich habe das hier oben drauf. Ich habe das schon weggegessen. Olivia ist gerade jetzt drin. Das ist doch hier ungesättigt. Das Essig ist okay. Das weißt du nicht. Wir sind hier im Restaurant. Sag mal, wenn du so von der Arbeit kommst, sag ich mal, kochst du dir dann auch mal was? Oder? Ich meine, so für sich allein, das macht ja nicht immer Spaß. Na klar. Und hinzu. Und Holger, was hast du? Schmeckt's? Mhm, ist lecker, ja. Also, ist okay. Ist hier, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe was anderes bestellt, aber ist trotzdem okay. Also, ich finde, man isst hier ja sehr gut. Also, hast du gut ausgesucht. Danke, danke, ja. Gut, ich meine, es ist zwar schön, wenn man das bekommt, was man bestellt hat, aber hin und wieder braucht man eine Überraschung. Hm. Das ist jetzt schön gesehen. Torbi? Ach, krass. Unglaublich. Hi. Wie geht's dir? Ja, ja. Klaus. Ja. Bist du hier an der Schule? Ja. Besuch aus der Hauptschule. Clemens. Stefan? Hallo. Martha, meine Begleitung? Hallo. Okay. Hallo. Ich dachte, du bist in Chile oder sowas. Was? Hat mir irgendjemand erzählt. Mir kommt's eigentlich gerade perfekt. Ach, ich bin streuen so durch die Stadt. Und du? Was machst du so? Stefan, was machst du? Ich bin hier am Theater. Ah, ja. Gelandet. Ach so, brauchst du Geld? Wir machen gerade Test rein im Institut. So 9 Euro oder Neuro, so? Neuro. Sehe ich aus, als würde ich Geld brauchen. Na ja. Ich meine, apropos, ich glaube, darauf trinken wir erstmal einen, oder? Ach, darf ich? Ja, können wir mal noch ein Glas haben? Dann, ach, du hast ja auch. Was heißt Glas? Wir trinken, wir nehmen noch mal ein paar Flaschen, Stebo, komm. Ich habe im letzten Jahr 5% weniger Bonus gekriegt. Oh, das ist bei deinem Bonus aber schon eine ganze Menge, oder? Ja. Ich hatte eigentlich einiges so vor. Ich wollte, wie gesagt, ich habe ja jetzt den A8. Du kannst nicht so mit dem Käse. Ja. Echt? Und bist du zufrieden? Ja. Ich bin schon zufrieden, aber es ist auch so schön seit diesem Käse. Zählst du jetzt den Wein mit? Und, ja, und den Käse mit? Das ist das Erste. Das ist das Vernünftigste, was ich heute gegessen habe. Weißt du, immer dieses Grünchen, ich bin doch kein Kaninchen, leck mich am Arsch. Bist du ein Hampelmann? Entschuldigung. Also geht es auch so. Ich habe jetzt ja auch zwei. Das hängt natürlich auch, weißt du, die Ansprüche sind ja schon da. Also die Fußbodenheizung muss auf jeden Fall sein. Den Volvo, genau. Was redet ihr eigentlich für grausame Sachen? Entschuldigung. Was? Ich verstehe deine Frage nicht. Habt ihr auch andere Themen? Also ich meine, was meinst du denn jetzt? Ich habe da andere Leute in Erinnerung, die ich vor ein paar Jahren. Fängt diese Kiste wieder an. Klaus. Was ist? Was? Torben. Was? Du wolltest Fidel Castro die Hand schütteln. Jetzt habe ich Roland Koch die Hand geschüttelt. Ist er ja im. Ich habe mal ganz andere Leute gekannt, die noch an ihre Träume geglaubt haben und diese auch verwirklicht haben, wenn sie morgens aufgestanden sind. Probier's doch wenigstens mal aus. Stefan, wovon redest du? Was ist denn mit dir? Geht's dir schlecht? Habt ihr eigentlich noch irgendwelche anderen? Habt ihr noch Träume? Irgendwelche? Ich habe eine wundervolle Tochter, ich habe eine wundervolle Frau. Wir haben eine tolle Wohnung. Könnte besser werden. Probiert es doch wenigstens mal aus. Was denn? Probier doch einfach mal aus, 1000 Tage das zu machen, was du willst. Dich frei zu fühlen wie deine Tochter. Jeden Morgen aufzustehen und nur das zu machen, wofür du da bist.
Wirkt das hier wie eine Beerdigung, oder? Stefan, das nächste Mal treffen wir uns unter einer Brücke und machen Dosenschießen. Genau, dann machen wir. Was ist das Stefan, ganze genau. Ja, also, Nacken. 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 Es tut mir jetzt ein bisschen leid hier. Tollen Job. Absolut. Ja, gut. Wir machen es mal auf den Weg. Ihr geht jetzt schon. Ja, wir müssen einen Flieger kriegen morgen früh. Ja. Alles Gute. Aber läuft bestens. Ja. Alles Gute, ganz gut. Tschüss, Torben. Tschüss. Stefan? Das war nicht. Ja, alles gut. Super, Stefan. Danke. Ja, schön. Ganz toll jetzt. Und jetzt? Was soll denn der Scheiß? Jetzt kannst du mal stehen bleiben. Ich hab echt die Schnauze voll. Was soll dieses ganze Theater hier? Hast du nicht heute Nachmittag schon genug Theater gehabt? Wenn es nicht gut gelaufen ist, kann ich da auch nichts für. Holger, es gab kein Vorsprechen. Ich war eine halbe Stunde zu spät. Ich habe auf dich gewartet, ich habe mich vorbereitet, ich musste mich um die Emma kümmern. Es tut mir leid. Ich war zu spät. Es tut mir leid, was soll ich denn noch tun? Der Typ hat mir gerade noch im Weggehen die Hand geschüttelt. Danke. Ja, bitte. Meinst du, ich drehe Däumchen oder was? Für wen mache ich denn die ganze Scheiße? Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht. Kann ich dich irgendwie nach Hause? Nee, ich weiß auch nicht. Sollen wir noch. Ich weiß was. Hm? Ich weiß was immer. Gold. Wir machen jetzt hier eine Eins hin. Für den ersten Tag. Der will die Eins verdecken. Schafft er nicht. Alles klar. Kannst du den Tango? Kannst du behalten. Gerade aufgehört. Bazooka, Carlo! Hola! Aber Stefan! Guck hier, ist frei! Jo, komm her! Komm her hier! Der Mann glaubt gerade, das weiß ich. Warte, kennst du eigentlich Katharina? Nein, wir glauben kaum. Katharina. Alles klar? Katharina? Was jetzt? Ein wahnsinniges Buch gefunden. Kann ich ein Stück draus machen? Ist die Hauptrolle, spielst du?
Ja. Ja, der Stefan hat gesagt, sie werden Schauspieler. Ich bin Regisseur, können wir was zusammen machen? Hä? Komm, das müssen wir begießen. Eins, zwei. Und los. Hey! Nicht besonders lustig. Hör auf! Hör auf mit dem Scheißdreck! Komm, dann noch mal! Freund von mir, ne? Hey, 1000 Tage oder was? 1000 Gläser oder was? Er wollte mir halt eine Rolle geben. Katze. Stimmt noch nicht ganz. Zieh mal den Mantel aus. Komm. Okay. Deine Bühne. Denk dir, volles Haus, Premiere. Katharina die Große. Mach, was du willst. I can't let you know.
Bist du sicher? Hast genug Geld? Ich hab meins alles. Also ich hab auch so ein Klappsofa-Bett. Ein Gästeteil. Nichts Besonderes, aber kann man. Na gut. Schlaf gut.
Es tut mir leid. Ich weiß, es ist alles nicht so toll gelaufen in letzter Zeit, aber wir schaffen das. Wir kriegen das doch wieder hin. Wo bist du gewesen? Ich bin rumgelaufen. Was heißt denn das? Ich bin rumgelaufen. Wo rumgelaufen? Ich musste mal... Was musstest du mal? Raus. Wohin denn raus? Wo bist du nur gewesen? Ich war in der Stadt, ich bin rumgelaufen. Ich habe den Stefan getroffen, dann sind wir einen trinken gegangen, dann bin ich ins Hotel, hab geschlafen und jetzt bin ich wieder da. Wo seid ihr gewesen? Das ist doch völlig unwichtig. Was habt ihr gemacht, Stefan und du, bevor ihr ins Hotel gegangen seid? Wir haben einen getrunken. Ihr habt einen getrunken? Wo habt ihr denn einen getrunken? Oh Gott, bitte. Wo wart ihr denn? Holger, es war nichts. Wie, was heißt es war nichts? Es war nichts. Es kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich, es war nichts. Ich habe gar nicht gefragt, ob was war. Davon würde ich ja gar nicht ausgehen, erstmal. Na klar, dann ist ja alles gut. Dann kannst du schon mal mit Stefan auch einen trinken gehen. Und dann finde ich es okay, wenn du mit Stefan eine Nacht verbringst. Dann finde ich es okay, wenn du mit Stefan ein Wochenende verbringst. Anstatt mit mir nach Paris zu fliegen. Gott, war schön, ja? Habt ihr jetzt Croissants gegessen? Hm? Waren sie lecker, die Croissants? Macht der guten Cappuccino da? Wo wart ihr denn? Hotel Stefan oder was? Hat der ein eigenes Hotel? Kann er sich das überhaupt leisten? Ha? Kann er sich das leisten als Schauspieler? Oder habt ihr noch nachts irgendwie eine Nachtvorstellung gemacht? Da auf dem Eis irgendwo. Hm? Fühlt sich besser an mit jemandem, der das Gleiche macht wie man selber. Warum glaubst du mir denn nicht? Was soll das jetzt? Weißt du, warum ich dir nicht glaube? Warum? Weil ich dir nicht vertrauen kann. Weil du einfach wegrennst. Weil du mich im Stich lässt. Oder das war das erste Mal in 5 Jahren. Ja, das ist zu viel einmal. Ja, mal, komm mal her. Na? Was hast du gemacht? Wie war denn Paris? Hm? Ach so, wir haben ein bisschen umdisponiert. Katharina hatte eine bessere Idee. Ich war mit Opa und Oma im Zoo. Im Zoo? Ja, wir haben uns viele Tiere angeguckt. Geschirr kommt gleich. Sag mal, was ist los? Bei euch ist alles in Ordnung, Junge. Ja, bei uns ist alles gut. Schläft die Kleine? Hm. Ich glaube, du hast recht. Wir müssen einfach gucken, dass wir miteinander klarkommen.
Huh?